Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Freunde, ihr habt es im Titel entnommen. Im heutigen Video gibt es mal wieder ein paar sehr coole Basics von Uniqlo. Da wir uns gerade Richtung Frühling bewegen, sind diese Teile natürlich perfekt geeignet für diese Jahreszeit. Wir werden uns alles anschauen. Ich werde euch alles angezogen zeigen. Für euch als Größenreferenz, ich bin 1,79 groß, wiege 79 Kilo und ihr findet alle dieser Teile, die ich euch vorstelle, unten in der Infobox. Falls ihr dennoch irgendwelche Fragen haben solltet, schreibt diese gerne in die Kommentare. Da probiere ich euch natürlich zu helfen. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns die Teile an, die ich für euch rausgesucht habe. So, das erste Teil ist dieser Mantel hier. Das Ganze trage ich in der Größe M und das ist in der Farbe Navy Blau. Hier gibt es noch eine weitere Farbe und zwar einen beigen. Also ihr habt jetzt zwei Farboptionen. Da ich schon einen beigen habe, habe ich mich für Navy Blau entschieden, aber beides sind total zeitlose Farben, was ich bei so einem Produkt immer sehr wichtig finde, weil man es dadurch einfach viele Jahre tragen kann. Zu der Größe muss ich sagen, Größe M fittet ein bisschen groß. Also falls ihr zwischen zwei Größen seid, geht auf jeden Fall eine Nummer runter, aber ich finde es gerade sehr cool, dass der Mantel so ein bisschen Luft hat, so ein bisschen Platz hat, weil man den dadurch beispielsweise mit einem dickeren Pullover kombinieren kann, was ich sehr wichtig finde bei so Teilen. Ich mag es nicht, wenn die Dinger zu eng sitzen und man einfach keine Stylingmöglichkeiten hat. Deswegen finde ich es gut, dass er so ein bisschen lockerer geschnitten ist. Was hier noch hervorzuheben ist, ist, dass der innen eine sehr dünne, leichte Steppweste hat, welche man abnehmen kann. Also zum einen sind es quasi zwei Jacken in einem, weil man die Weste auch so tragen kann. Zum anderen hat man die Möglichkeit, wenn es kälter ist, die Weste drin zu lassen. Und wenn es dann wärmer wird, kann man die Weste natürlich entfernen. Und das finde ich ist ein sehr cooles Feature. Ansonsten einfach ein sehr schönes Teil, total zeitlos und kann ich wirklich nur empfehlen, weil eine Art Trenchcoat einfach die perfekte Jacke ist für diese Jahreszeit. Also gerade für die Übergangszeit einfach eine super Jacke und deswegen eine absolute Empfehlung. Als nächstes Teil haben wir diese Flanelljacke hier und ich trage das Ganze in der Größe M. Was ich hier sehr cool finde, ist zum einen der Colorway. Wir haben hier Blau, Grau, Weiß und Schwarz mit drin und das sind eigentlich schöne Farben, weil man die sehr häufig in seinem Kleiderschrank hat, also neutrale Grundfarben, die jeder in seinem Kleiderschrank haben sollte. Und dadurch lässt sich das Ding einfach perfekt kombinieren. Es ist eine sehr coole Jacke für Übergangstage, weil sie auch so ein bisschen dicker ist. Es ist jetzt kein dünnes Flanellhemd, sondern es hat von innen nochmal ein Innenlining, hat sogar noch eine Innentasche hier. Und ich habe das schon in meinen vergangenen Videos einmal in Navyblau und in Braun geholt. Und hier habt ihr, glaube ich, 7 verschiedene Optionen, also Farboptionen, aus denen ihr wählen könnt. Ich fand diese hier jetzt sehr interessant, weil ich da schon 2 weitere habe und kann euch die Jacke einfach nur empfehlen. Hat hier Knöpfe an der Brusttasche und hier nochmal Knöpfe zum Verschließen. Ansonsten finde ich den Fit super. Der fittet einfach so ein bisschen oversized, was ich auch cool finde, weil dadurch kann man zum Beispiel auch wieder einen Hoodie darunter tragen. Und ich finde immer so eine Kombination aus Flannel bzw. Hemdjacke mit einem Hoodie drunter oder mit so einem etwas dickeren Pullover sieht eigentlich immer cool aus. Und deswegen ist es auch eine sehr geeignete Übergangsjacke, die ich wirklich jedem von euch empfehlen kann. Wie gesagt, checkt einfach mal die ganzen Farben ab, die es hier gibt, falls euch diese nicht zusagt, aber ich fand die hier schon sehr, sehr cool. Als nächstes Teil haben wir das Uniqlo U Oversized T-Shirt. Weil ihr das gerade gestylt gesehen habt, dann wollte ich euch das nochmal zeigen. Habe ich schon einige Male vorgestellt und es kostet 15 Euro und ist wirklich mein absolutes Lieblings-Basic-Oversized-T-Shirt. Das gibt es in so vielen verschiedenen Farben und wer da noch auf der Suche ist, checkt es auf jeden Fall ab. Fit, Material, einfach alles perfekt. Auch hier trage ich die Größe M und ich kann es wirklich jedem von euch nur empfehlen, falls ihr noch auf der Suche seid. Als nächstes haben wir diesen Soufflé Mockneck Sweater und den finde ich sehr geil aufgrund seiner Farbe. Hier habe ich jetzt das erste Mal die Größe L genommen, weil ich fand, M saß mir so ein bisschen spack bzw. so ein bisschen eng. Also falls ihr hier so einen lässigeren Oversize-Look haben wollt, geht einfach eine Nummer rauf, so wie ich es gemacht habe. Und was ich hier besonders finde an dem Teil ist einfach, dass zum einen sehr geile weiche Material, also dieses Soufflé-Material, wie sich das nennt, fühlt sich einfach extrem gut an. Zum anderen kommt noch dazu, dass es einen etwas erhöhten Kragen hat, wie ihr sehen könnt. Dadurch wirkt er einfach nochmal so ein bisschen besonders und einfach anders als die ganzen 0815 Sweater, die man so kennt. Und er hat unten einen relativ geraden Schnitt, was ich auch sehr schön finde. Dadurch fittet er einfach super. Und auch das ist einfach ein sehr cooles Basic-Teil, was man super gut kombinieren kann. Auch den gibt es in anderen Farben, deswegen checkt den gerne ab. Ich kann den absolut empfehlen. Der kostet, ich glaube, 40 Euro, wenn ich mich nicht täusche. Und dafür ist das wirklich eine sehr geile Qualität und ein sehr geiler Pullover. Als nächstes Teil haben wir einen sehr schönen Basic-Pullover und zwar in einer noch viel schöneren Farbe und zwar diesem
Forest Green oder Waldgrün, wie auch immer man es nennen mag. Das Ganze trage ich in der Größe M. Und falls ihr noch auf der Suche seid nach einem schönen Basic Pullover, der nicht viel kostet, dann checkt das Teil auf jeden Fall ab. Ihr könnt sehen, der Fit für eine Größe M ist so ein bisschen lockerer geschnitten, was ich bei Hoodies einfach immer wichtig finde. Ich finde es nicht schön, wenn Hoodies viel zu eng sitzen. Und das bringt der Hoodie ja mit, also der sitzt so ein bisschen lockerer. Wer es komplett Oversize haben möchte, kann einfach eine Nummer raufgehen. Aber ich finde, der Fit ist schon völlig ausreichend. Dadurch kann man den cool unter Jacken tragen, weil wenn Hoodies irgendwie viel zu Oversize sind oder hier einfach viel zu viel Stoff ist, dann tragen die sich super schlecht unter Jacken. Und da empfiehlt sich natürlich sowas. Das ist perfekt zum Layern. Auch den gibt es wieder in verschiedensten Farben. Aber eine meiner Lieblingsfarben bei Hoodies ist einfach dieses Forest Green. Und deswegen kann ich euch diesen Hoodie absolut nur empfehlen, wenn ihr noch einen schönen Basic Hoodie sucht. So, als nächstes kommen wir zu den Hosen. Und da habe ich jetzt noch drei Stück für euch vorbereitet. Wir fangen an mit meiner liebsten Hose, die ich in den letzten Wochen schon sehr, sehr häufig getragen habe. Und ich finde diese Hose einfach nur perfekt. Sie hat einen Slimfit, ich trage das Ganze in der Größe M. Was ich bei diesen Hosen einfach noch besonders finde, ist, die haben jetzt vorne eine Knopfleiste, aber sie haben immer einen elastischen Bund, wodurch sie quasi noch mal ein bisschen flexibel sind oben am Bund. Also falls ihr jetzt Zwischengrößen habt oder, dann werdet ihr hier einfach glücklich, weil sich die Hose einfach anpasst. Zum anderen gibt es noch mal diese Bändel auf der Innenseite. Falls ihr euch zu groß ist, könnt ihr sie dadurch auf der Innenseite noch mal ein Stück enger schnüren. Also gerade für die Leute, die immer ihre Probleme haben, weil sie Zwischengrößen tragen, hier werdet ihr diese Probleme nicht haben. Zum anderen kommt dazu, dass der Stoff super, super angenehm ist. Das Material fühlt sich einfach sehr geil an, liegt gut auf der Haut. Und das Wichtigste ist natürlich der Fit. Ihr seht das, ein sehr schöner Slimfit. Eine total zeitlose Hose gibt es in verschiedensten Farben, deswegen checkt diese Hose auf jeden Fall ab. Eine ganz, ganz dicke Empfehlung von mir. Als nächstes haben wir eine Hose, welche sehr trendorientiert ist, weil sie hat vorne zum einen eine Bundfalte, was aktuell sehr angesagt ist, und zum anderen hat sie einen Straight Fit bzw. ein etwas lockereres Bein, was zurzeit auch sehr angesagt ist. Ich finde, die Hose fittet dennoch sehr gut. Ich habe sie jetzt relativ Highways getragen, also relativ hochgezogen, weil die mir von der Länge einfach ein bisschen zu lang war. Und so gestylt, finde ich, sieht sie dennoch sehr gut aus. Ihr seht jetzt, gestylt sieht das Ganze mit einem Oversize-T-Shirt, wenn man es in die Hose steckt, sieht es einfach sehr cool aus. Und für die Leute, die wirklich den aktuellen Trend mitgehen wollen, ist diese Hose einfach perfekt geeignet. Sie kostet nicht viel Geld, das Material ist übertrieben angenehm. Das fühlt sich von außen an, als ob das so ein leichtes Wollmaterial wäre, aber sie ist dennoch sehr leicht. Auch hier sieht man wieder optisch ganz gut. Die hat hier auch noch mal ein bisschen Elastik oben im Bund verbaut. Die ist etwas anders als die davor, aber dennoch elastisch oben. Und wir haben wieder Bändel bzw. Kordeln auf der Innenseite, um sie enger zu schnüren. Und auch hier würde ich sagen, nehmt eure reguläre Größe, weil der Bund passt wirklich perfekt. Und ansonsten eine sehr schöne Hose, die ich auch empfehlen kann. Die gibt es auch wieder in verschiedenen Farben zu kaufen. Aber wie gesagt, Navy Blau, eine sehr schöne Farbe, die ich absolut empfehlen kann. Wir kommen zur letzten Hose und die habe ich auch ebenfalls in der Größe M getragen. Das Ganze hat einen Slim bzw. Straight Fit. Und sie ist aus einem sehr geilen, leichten Material. Also gerade wenn es ein bisschen wärmer wird, finde ich, ist dieses Material hier perfekt geeignet. Fühlt sich fast schon an wie so eine Funktionshose. Ich meine, die hieß auch Ultra Lightweight Hose, weil ihr werdet das merken, wenn ihr die in der Hand habt. Wirklich ein übertrieben angenehmes Material. Und genauso wie bei den anderen Hosen haben wir wieder den elastischen Bund, die Kordeln auf der Innenseite, was eigentlich Standard ist bei Uniqlo, und einen sehr schönen Fit und eine perfekte Hose, die sich super für den Alltag eignet. Also ob es jetzt fürs Büro ist, für die Uni oder was auch immer. Ich denke, die Hose kann man einfach super gut kombinieren. Zum anderen ist der Fit einfach super zeitlos und damit werdet ihr nicht viel verkehrt machen. Deswegen checkt auch diese Hose unbedingt ab. Ist natürlich wie der ganze Rest unten verlinkt. Zu guter Letzt haben wir noch ein paar Socken und auch das findet ihr bei Uniqlo zu Genüge, also in wunderschönen Farben. Falls ihr noch auf der Suche nach Socken seid, checkt Uniqlo einfach ab. Es ist ein Accessoire, welches oftmals außer Acht gelassen wird, aber es kann Outfits wirklich kaputt machen oder auch wunderschön ergänzen. Deswegen achtet darauf, dass ihr einfach passende Socken habt. Ich habe diese jetzt in Off-White genommen und gerade wenn man irgendwie Pullover in dieser ähnlichen Farbe trägt, sieht es einfach super gut aus, wenn die Socken dann zu sehen sind, dass es einfach in der gleichen Farbe ist. Ich finde, das sind einfach Details, auf die man achten sollte. Deswegen checkt einfach mal das Sockensortiment bei Uniqlo ab. Zudem sind die Socken einfach übertrieben weich.
fühlen sich einfach gut an und das ist natürlich das Wichtigste bei Socken und deswegen auch dieses Detail niemals außer Acht lassen. Das waren alle Teile, die ich euch vorstellen wollte. Wie gesagt, ihr findet alles unten in der Infobox. Klickt euch da gerne durch und falls ihr dennoch irgendwelche Fragen haben solltet, schreibt diese einfach in die Kommentare. Falls euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über ein bisschen Support freuen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, damit wir uns hier wiedersehen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.